Liebe Schülerinnen und Schüler, willkommen im virtuellen Klassenraum. Unser Thema heute lautet Gute Besserung. Was lernen wir heute? Heute lernen wir, wie man einem kranken Freund oder Familienmitglied gute Besserung wünscht. Oder wie man einem kranken Freund oder Familienmitglied Ratschläge zur schnellen Besserung gibt. Što ćemo naučiti danas? Naučit ćemo kako zaželjeti bolesnom prijatelju ili članu obitelji brz oporavak, te kako bolesnom prijatelju članu obitelji dati savjete za brz oporavak. Was braucht ihr für die heutige Unterrichtsstunde? Što trebate za današnji nastavni sat? Ihr braucht einen Computer oder ein Smartphone mit Internetzugang, ein Heft mit einem Bleistift oder Kuli und Kakao, Milch oder Tee, was nicht nötig ist, aber köstlich schmeckt. Dakle, danas trebate računalo ili smartphone s pristupom internetu, bilježnicu s olovkom ili kemijskom olovkom, te prema potrebi Kakao, Mlijeko ili Čaj. Ihr könnt in jedem Moment eine Pause machen. U svakom trenutku možete pauzirati i zaustaviti video. Machen wir zuerst eine kurze Wiederholung der vorigen Lektion, Krankheiten. Prvo ćemo napraviti brzo ponavljanje prošle lekcije, bolesti. Ich bin krank. Ich habe Grippe, ich habe Kopfschmerzen, ich habe Fieber, ich habe Zahnschmerzen, ich huste, ich habe Schnupfen, ich habe Bauchschmerzen, ich habe Halsschmerzen. Nummer 1 ist schon gelöst. Macht weiter. Jetzt wäre eine gute Zeit, das Video anzuhalten. Habt ihr es geschafft? Die Lösung ist Rješenje je. Ich habe Kopfschmerzen C. Ich habe Fieber A. Ich habe Zahnschmerzen G. Ich huste D. Ich habe Schnupfen B. Ich habe Bauchschmerzen, H, und ich habe Halsschmerzen, F. Jetzt kommen wir zu unserem Thema. Euer Freund oder eure Freundin ist krank. Was sagt ihr zu ihm oder ihr? Vaš prijatelj ili vaša prijateljica su bolesni. Što im kažete? Možete im, na primjer, reći pij vodu. Pij čaj, pij sirup za kašalj. Možete im reći da uzimaju dozvoljene lijekove. Možete im reći da jedu zdravo. Možete im reći ostani u krevetu. Možete im reći budi dobar. Možete im reći idi liječniku. Wie sagt man das aber auf Deutsch? Ali kako se to kaže na njemačkom? Pij čaj. Trink tea. Ostani u krevetu. Bleib im Bett. Jedi zdravo. Iss etwas Gesundes. Was meint ihr? Erkennt ihr vielleicht die magische Formel? Što mislite? Prepoznajte li čarobnu formulu? Du trinkst tea. Trinkst. Wir schneiden die Endung sozusagen ab und kleben den Rest des Satzes zusammen. Trink tea. Noch ein Beispiel.
Još jedan primjer. Du nimmst Tabletten. Nimmst. Da kommt die Schere. Nimm. Und wir kleben den Satz zusammen. Ispojimo, zalijepimo rečenicu. Nimm Tabletten. Uzmi Tablette. Eine solche Form nennt man Imperativ. Takav se oblik naziva Imperativ. Den Imperativ benutzt man für Ratschläge und Befehle. On se koristi za savjete i zapovjedi. Versucht es mal selbst. Pokušajte sami. Das erste Beispiel trinken hatten wir schon. Macht weiter. Prvi primjer već smo imali. Nastavite. Bleiben, ostati. Bleib ist richtig, ostani. Gehen, ići. Kako ćemo reći idi? Geh. Essen, jesti. Kako ćemo reći jedi? Is. Nehmen, uzeti. Kako ćemo reći uzmi? Nim. Sein, biti. Kako ćemo reći budi? Sei. Es gibt Ausnahmen wie sein. Sein, to jest glagol biti, je iznimka. Sei brav, budi dobar. Manchmal bleibt bei den Verben ein E am Ende. Ponekad na kraju ostaje i nastavak E. Ein Beispiel, primjer. Du arbeitest so viel. Arbeite nicht so viel. Nemoj toliko raditi. Bei einigen Verben geht der Umlaut verloren. Kod nekih glagola gubi se prijeglas. Du schläfst, ti spavaš. Schlaf, spavaj. Du fährst, ti voziš. Fahr, vozi se. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Das üben wir in einer anderen Stunde. Okay, wie funktioniert das in Wirklichkeit? Okay, u redu. Kako to funktionira u stvarnosti? Schauen wir uns ein kurzes Video an. Marco ist krank und Anja kommt zu Besuch. Hört gut zu. Marco je bolestan, Anja mu dolazi u posjet. Dobro slušajte. Hallo, Marco. Wie geht es dir? Hallo, Anja. Schlecht. Ich bin krank. Ich habe Halsschmerzen. Trink Hustensaft. Ich habe Bauchschmerzen. Bleib im Bett. Ich habe Grippe. Geh zum Arzt. Ich habe Fieber. Nimm Tabletten. Bald bin ich gesund. Dann, gute Besserung, Marco. Sei brav und bald bist du wieder gesund. Hier ist der Link und der QR-Code zum Videoausschnitt. Wisst ihr jetzt, wie unser Titel Gute Besserung auf Kroatisch lautet? Ich glaube schon. Znate li sad što naš naslov Gute Besserung znači na hrvatskom? Mislim da znate. Gute Besserung, oporavi se brzo. Želim ti brz oporavak.
Hier haben wir ein paar Aufgaben zu heutigem Thema. Ich schlage vor, ihr löst sie gleich heute Nachmittag. Und hier ist die Tabelle zur Selbstevaluation. Was könnt ihr? И ovdje je tablica za samovrednovanje. Što možete ili što znate? Grün heißt sehr gut. Gelb bedeutet, es gibt noch Raum zur Verbesserung. Und rot heißt, ich muss noch viel daran arbeiten. Zeleno znači vrlo dobro. Žuto znači ima još mjesta za poboljšanja. Crveno znači moram još puno raditi na tome. Hier findet ihr die Links zu den Aufgaben, Apps und Musik, die ich in dieser Lektion benutzt habe. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und viel Spaß noch mit den anderen Fächern. Tschüss!